So, willkommen zurück bei The Witcher 2. Willkommen im Spiel, Einführung, blablabla, Gedöns. Gehen wir mal ein bisschen Kräuter sammeln, weil den Fehler möchte ich natürlich nicht wieder machen, wie beim ersten Teil, dass mir die scheiß Kräuter ausgehen. Ich hoffe, es bringt was, was ich hier gerade tue. Hey, wieso geht das Ding jetzt nicht mehr? Muss ich hier schon aufladen, oder wie? Ah, so. Ja, da gibt es nämlich noch vieles, vieles mehr zum Nehmen. Da gibt es vieles, vieles mehr. Ja! Hab ich auch. Kennen wir uns? Erkennst du deine alten Kumpel nicht mehr? Wir sind die Haudegen von Krinfried. Ich habe das Gedächtnis verloren. Genau wie Bohold. Nach der Jagd auf den goldenen Drachen ist er gestolpert und hat sich den Kopf an einem Felsen angehauen. In der Schlacht ist er immer noch ein Tier, aber sonst macht er nicht mehr viel außer Fressen und Scheißen. Nicht mal auf Frauen ist er noch scharf. Ich bezweifle, dass das eine Amnesie ist. Ich bin Häcksler. Den hier nennen sie Neuntöter. Und das da ist unser Kleiner, der geht bei uns in die Lehre sozusagen. War nicht viel mit Monstern in letzter Zeit, da haben wir uns eben gemeldet. Und jetzt steckt der Kleine in dieser Wette. Hilfst du uns um der alten Zeiten willen? Ich meine, klar waren wir alle ein bisschen ruppig, aber wozu über vergossene Milchwein? So sehe ich's. Wir hätten dich und die Zauberin befreit. Bohold hat nur Witze gemacht mit dem Gequatsche von Vergewaltigung und so. Ich kenne euch nicht. Was ist das für eine Witze? Was für Kummer habt ihr denn? Es geht um Leben und Tod. Und ein bisschen Zass dafür war. Der Kleine hat mit einem Ritter gewettet, dass er den ersten Angriff auch in Hemd und Hose überlebt. Ja, wir hatten ein bisschen getrunken, ich geb's ja zu. Aber Wette ist Wette. Es geht um unsere Ehre. Soldaten-Ehre gegen Ritter-Ehre? Ah ja. Du hast es erfasst, Hexer. Wir sind gleich am Anfang dran. Das wird nicht hübsch. Der Kleine ist tapfer, aber mit Tapferkeit allein überlebt er nicht. Jedenfalls ist uns dieses Amulett in die Finger gefallen. Vielleicht kann ihn das beschützen. Mag ich dann wohl. Kannst du nicht mal einen Expertenblick darauf werfen? Du kennst dich doch aus mit Zauberei und so. Zeig mal her. Ein Wolfsmedaillon. Es hat geruckt. Reagiert auf Magie. Also ist es wahr, was der Priester gesagt hat? Hörst du, Kleiner? Du bist gerettet. Den Ritter nehmen wir aus. Vielleicht hilft das Amulett ja. Wer weiß, vielleicht hilft es ja wirklich. Gut, damit ist die Sache entschieden. Der Hexer meint, das Amulett hilft. Verdammte Sauzucht, ich zieh doch nicht in Unterhosen in die Schlacht. Schnucki, wir gewinnen die Wette. Wir sind reiche Männer, denk dran. Was ist überhaupt so toll daran, eine Burg in voller Rüstung einzunehmen? Über dich werden sie noch Balladen singen, ich sag's dir. Sie blasen zum Appell. Wir müssen los. Danke, Hexer. Wir geben dir auf jeden Fall was ab von unseren Reichtümern. Und wer weiß, vielleicht gibt uns der goldene Drache ja noch eine Chance. Eines Tages. Ich glaube, ihr wollt mich wohl verarschen, oder? So. Okay. Los, los. Das ist doch jetzt noch hier? Rattenspitz. Was da ist, kann ich auch kochen. Lecker. Nicht an, nicht aus. Nee, echt jetzt. Kann ich das anmachen und ausmachen? Ich kann den Kochtopf ausmachen. Nicht an, nicht aus. Ha, geil. Cool. Zuerst müssen wir den Bauernschläge vom Veteranen. Ich glaube, nicht viel zu reden, ne? Okay, also dann gehen wir mal hier zum König. Und schauen mal, was der zu sagen hat. Den einen haben sie ja richtig schön verarscht. Verwenden. Lass mal gucken, ob es hier was gibt. Aha. Seht ihr? Hier gibt es wieder was. Schöllkraut. Ich werde auf jeden Fall viel, viel, viel mitnehmen. Weil. Zu Hause sitzen sie jetzt. Draht. Echtdraht. Rotes Meteoritenerz. Alter, was es hier alles gibt. Tuch. Zweimal Leder. Boah. Wahnsinn! Leute, hier kann man echt auch viel mitnehmen bei dem Spiel hier. So, dann geht's wahrscheinlich hier hoch, so wie es aussieht. Volltest. Geh zu König Volltest. Okay.
Was für ein Tag für eine Schlacht. Da, sei unbesorgt, Gesandter, wir sind hier nicht in Reichweite der Schützen. So, jetzt hallo, ganz hier offen, bin ich. Hallo? Ah, er ignoriert mich doch nicht. Die Verräter des Königreiches machen schon den Teer in den Töpfen heiß und du schwatzt mit der königlichen Ratgeberin. Wie kann ich euch helfen, Majestät? Wir stürmen. Da will ich dich bei mir haben. Folgt mir, Herren. Wir wollen unsere Verräter nicht warten lassen. Boah. Sir, Sie sagten, wir wären außer Reichweite. Das war eine Balliste, Gesandter. Wurfarm mit erzenen Federplatten und Rosshaarsehnen. Die kann schwere Geschosse 2000 Schritt weit schleudern. Eine tödliche und sehr wertvolle Waffe. Erfahrene Besatzungen schaffen 2 Schuss pro Minute. Aber das Ding hat eine Schwäche. Majestät, begibt euch in Deckung. Der Wurfarm erzeugt einen solch gewaltigen Rückstoß, dass er die Balliste verschiebt. Man kann nicht zweimal dieselbe Stelle treffen. Euer Majestät, verstehen sich auf militärische Ingenieurskunst? Oh nein. Ich schenkte die Balliste vor 2 Jahren der Baronin. Zum Geburtstag. Majestät. Was hältst du von Leuten, die derartige Wunden überleben, Gesandter? Was halten Majestät von Soldaten, die solche Wunden schlagen? Von denen, die das taten, lebt keiner mehr. Boah, das sieht aber richtig scheiße aus, ey. Meister Geralt, ich würde gern ein Wort wechseln, sobald der Schlachtenlärm vorbei ist. Verzeih, Exzellenz, aber ich will den Königshof so rasch wie möglich verlassen. Darf man fragen, warum? Man hält mich für jemanden, der ich nicht bin. Wie nennt man dich, Soldat? Warte. Du warst doch mit mir vor Brenna und im Hunkerfels. Norman Sir. Immer noch Schütze. Ja, Sir. Das Schicksal ist nicht mein Freund. Norman Sador, für deine langjährigen Dienste für die Krone ernenne ich dich zum Zehnschaftsführer der Schützen. Weiter, ihr Herren. Keine Zeit zu trödeln. Aha. Das Fußvolk. Mal drücke, um zu schießen. Was? Zieht auf... Was? Ich kann mit dem Ding schießen? Lass mal sehen. Ich will schießen. Verzeiht meine kühne Frage, Majestät, aber ich bin gezwungen, sie zu stellen. Welches Schicksal harrt der königlichen Bankerte, wenn... Das sind keine Bankerte, das sind meine Kinder. Höre ich noch einmal das Wort Bankert, gibt es ein Unglück. Eure Vergebung, allergnädigster Herr, aber das Erbrecht ist da außerordentlich präzise. Erbrecht, Erbrecht, das kann mir mal durch die Kimme rutschen. Das sein muss immer was einfach. Dass eine Bande aufmüpfiger Barone meine Kinder als Standarten benutzt. Euer Majestät haben ja vollkommen recht. Dank Geralt von Riva ist meine Tochter Ada heute am Leben und die Gemahlin Radovitz von Redan. Ich verstehe. Nein, ich fürchte, du verstehst nicht, Gesandter. Dieser junge König giert doch danach, dass ich die Hufe hochreiße. König Radovitz von Redanien wünscht eurer Majestät gewiss nur Gesundheit und ein langes Leben. Mir kommen die Tränen. Die alten Geschlechter würden ohnehin keinen redanischen König anerkennen. Da muss Ada sich wohl mit Redanien bescheiden. Ah, die Frage der Erbfolge ist also noch nicht geklärt. Euer Majestät, ich bitte um Erlaubnis, mich entfernen zu dürfen. Gewährt. Das heißt, verpiss dich. Schwarzharden vor der Schlacht im Feldlager. So weit ist er schon gekommen. Ich möchte seinen faltigen Schädel in einem Sack an M hier schicken. Aber das wird mir geraten, höflich und geduldig zu sein. Das war ich. Natürlich. Mehr war nicht drin. Ich wusste doch, dass du einer der unsrigen bist. Was die Leute reden, schert mich einen Rattenschiss. Wie bei Ada. Gibt es was Neues über den verhinderten Mörder? Vielleicht war es ein Hexer. Chris hat ihn seziert. Er könnte ein Hexer gewesen sein. Ein Hexer? Was habe ich diesem verdammten Hexer denn bloß getan? Was weißt du sonst noch darüber? Er trug kein Gildenzeichen, aber das muss nichts besagen. Viele an deiner Stelle hätten diese Entdeckung verschwiegen. Triss soll mir nach der Schlacht Bericht erstatten. Jetzt kümmern wir uns um die Verletzten. Genau. Oh, darf ich schießen? Wohin schießt ihr denn, ihr Trottel? Soldat, ein Fernrohr! Was ist denn da los? Oh
Atuary. Hier, Hexer. Zielt auf den mit dem roten Helmbusch. Vor knapp 6 Monaten schwor er mir ewige Treue. Komm schon. Wie viel höher? Darf ich jetzt? Darf ich? Darf ich? Darf ich? Oh! Wie muss ich das anvisieren? Wie muss ich das anvisieren? Ich habe gar keine Ahnung, wie das funktioniert. Vielleicht mit dem irgendwie. Was meinst du? So mal? 3 Grad. Okay. Jetzt baller ihn weg. Und? Ah, oh, so ein Sack. Haben wir ihn erwischt? Weggeduckt. Oh. Verdammt! Den greifen wir uns auf der Mauer. Mir nach, Hexer! Ach, schade. Den, boah, das wäre jetzt geil gewesen. Was meinte, wie es den weggefetzt hat, Mann? Oh. Schade. 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 So. Und was jetzt? Des Königs Wille. Voll wie König, voll Test. Weißt du, Hexer, oh, der redet. Ich bin jetzt mal ruhig. Luisa verzeihen, wenn sie vor ihrem König niederkommt. Sehr großmütig. Du spottest. Einerlei. Ich bin sicher, dass Luisa ihren Fehler einsieht. Außerdem. Ich. Ach, Hex. Das ist doch ganz einfach. Luisa und ich hatten nur eine kleine Krise. Sie wollte Dinge von mir, die ich ihr nicht geben konnte. Gleich kamen Leute wie Edgeberg gerannt. So edel, so einfließend. Steckt ihr, der böse König wolle ihr die Kinder nehmen. Sie könnten sie schützen, vielleicht auf den Thron setzen. Die Baronin ließ sich beschwatzen. Jede Mutter täte das. Natürlich ging es den Herren nur um ihre eigenen Privilegien. Für die Königin fortgeschreitet. Doch mir fehlt ein Weiber schon. Alter, halt mal Small, ich will ihm zuhören. Hämmer. Jetzt redet das sowieso nichts mehr. Ah, okay. Wir folgen dem König. Oh, oh, krasse Sache. So, wir sind oben. Grüßt euch, ja. Verdammt und eins, wohin ziehen wir? In den Krieg! In den Kampf. Ah, okay. Verdammt und eins, wofür kämpfen wir? Keine Ahnung! Verdammt, richtig, laut! So, und jetzt? Achtung, wir sind fast da! Alle Mann an die Waffen! Ach du Scheiße! Alle Mann an die Waffen! Okay, jetzt geht's los, jetzt kommt gleich der Krieg! hallo? Dieser Turm war eine miserable Idee. Er sollte die Moral der Aufständischen brechen. Diese Adelsfuzzis kamen her, um ein bisschen auf den Mauern zu wandeln. Sterben durften die Soldaten für sie. Elendig, im Straßendreck unter ihnen. Wenn mich der Dienst in der Armee irgendwas gelehrt hat, dann das. Ob Schlacht oder Ball, die Edelgeborenen haben die vornehmsten Plätze und die besten Kleider. Doch Schluss mit dem Geplänkel, Hexer. Fahr fort. Okay, der beging der Erstürmung. Zuerst lief alles glatt. Dann stießen wir auf Arjan Lavalette. Aha. Tag der Erstürmung. Morgens. Ja, geht runter? Yes. Ach du Scheiße. Da geht's aber zur Sache, ey. Ach, hab ich das Caption auf? Cool. So, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns gleich und dann metzeln wir mal eine Runde. Dranbleiben.